So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako und das heutige Filmchen heißt Warum ich einen Penis habe. Ja, warum habe ich diesen Titel gewählt? Warum beschäftige ich mich mit der Thematik? Ja, aus verschiedenen Gründen. Ich will es dir gerade mal sagen. Die Welt ist oberflächlich, die meisten Menschen sind oberflächlich und Penis verkauft sich gut. Muschi auch natürlich, Titten auch und so weiter und so fort, verkauft sich alles gut. Erregt Aufmerksamkeit, Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit. Das ist, was ich hiermit einmal getan habe, wenn ich meinen Penis zum Thema mache. Und darüber hinaus, ja, was soll ich sagen, es ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Ja, denn es hat einen Grund, warum ich Penis habe und keine Muschi, verstehst? So, und es hat auch einen Grund, warum andere Menschen haben, was sie haben. Und es hat einen Grund, warum sie nicht haben, was sie nicht haben. Ja, so ist das. Nun, okay, also gut, Jivako, wie ihr sehen könnt, ist ein Typ irgendwie, den mag man mögen oder nicht. Das steht jedem Menschen frei. Auf jeden Fall hat er Penis. Ja? So ist das. Habe ich daran irgendwas auszusetzen? Nein, ich habe daran überhaupt nichts auszusetzen. Was für ein Glück, mag man nun denken. Schlimm ist es ja wirklich, wenn Männer haben Penis und sind unglücklich und wollen unbedingt Muschi haben. So. Wirklich nicht beneidenswert. Tut mir leid für jeden, der so unterwegs ist. Genauso umgekehrt. Frauen mit Muschi auf die Welt gekommen, deswegen sind sie ja Frauen, weil Frauen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Muschis haben. Männer zeichnen sich dadurch aus, dass sie Penis haben. Ja? Ich hoffe, dass sowas heutzutage noch erlaubt ist, in der Öffentlichkeit zu sagen. Ja? Ich mache hier wie heißt das? Aufklärungsunterricht. Also das, was so in der Schule, auch mal unterrichtet wurde. Nastarovia. Also ich mache Aufklärungsunterricht. Ganz, ganz wichtige Sache im Grunde genommen. Also Männer, Penis, Frauen, Muschi. So ist das. Zwei Geschlechter. Eins, zwei. Ja, Frauen können Kinder gebären, Männer nicht. So von Natur aus, wenn ich mal ganz natürlich rede. Natürlich kann man allerhand umbauen und so weiter und so fort. Ja, kann man alles machen. Ja, ist alles möglich. Aber natürlich, ja, also natürlich, natürlich. Mensch kommt auf die Welt, hat Muschi oder Penis. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Es sollen auch schon Menschen auf die Welt gekommen sein, die hatten keins von beiden. Es sind Menschen auf die Welt gekommen, die hatten keine Arme. Es gab Menschen, die hatten keine Beine. Und so weiter und so fort. Es gibt ungefähr alles Mögliche. So ist das. Es hat alles einen Grund, warum die Dinge sind, wie sie sind. So. Okay. Was nun damit tun? Ja, das kommt darauf an. Man kann alles mit dem machen, wie es ist. Man kann dafür dankbar sein, ist eine Möglichkeit. Und aus meiner Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich ist das, was ich wirklich empfehlen kann. Ich bin dankbar dafür, was ich habe. Ja? Das heißt, ich schätze es, was ich habe. Und wenn es in meinem Leben irgendetwas gibt, was ich noch nicht so gut schätzen kann, dann übe ich mich darin, es zu schätzen. Das ist meine Praxis. Meine Praxis sieht so aus, dass ich mich darin übe, alles, was in meinem Leben gegenwärtig ist, zu schätzen. Also, es mir bewusst zu machen und mich darüber zu freuen und dafür zu danken. Und das ist meine Hauptpraxis.
egal was in meinem Leben gegenwärtig ist, danken für alles, was da ist. Auch für das Anspruchsvolle, das Schwierige. Und in dieser Weise wird mein Leben immer schöner. Ja? Und mein Leben ändert sich auch in dieser Weise. Nicht dadurch, dass ich irgendwas wegradiere, was mir nicht gefällt, oder irgendwie irgendwen wegballer, der mir nicht vor die Nase passt und so weiter und so fort. Nee, mein Leben ändert sich dadurch, dass ich Dankbarkeit praktiziere für das, was ich habe, für das, was ich sehe, für das, was in meinem Leben, also in meinem Bewusstsein anwesend ist. Dankbarkeit heißt, dass ich es mir bewusst mache und es für gut befinde, also dem eine gute Bedeutung gebe. Und wenn ich den Dingen und Erscheinungen in meinem Leben gute Bedeutungen gebe, dann werden sie mich nicht mehr stören. Ja, und nun, das ist ein wirklich, wirklich, wirklich interessantes und tiefgründiges Thema. Ich meine, es ist ein bisschen extrem, wenn ein Mann Pennies hat und er stört ihn und dann will er eine Muschi haben, ist schon extrem. Es ist ziemlich extrem. Aber es gibt ja auch anderes, was wir so kennen. Da ist einer irgendwie, der hat Pennies und ist zu kurz. Ja, da kann er sein ganzes, aus seiner Sicht, da kann er sein ganzes Leben damit hadern irgendwie und dann hat er keine gute Sexualität, kein gutes Leben und schwierig. Oder er ändert seine Sicht. Ja, aus dem Mangel in die Fülle. Wenn ich mich mangelhaft beurteile, dann werden mich auch andere mangelhaft beurteilen. So ist das. Wenn ich den Wert in mir erkenne und den Wert in mir, so wie ich derzeitig bin, dann werden auch andere den Wert in mir erkennen, so wie ich derzeitig bin. Und das ist doch toll. Ja? Also, natürlich ist diese Botschaft hier, ist mir auch klar, die ist nicht für irgendwelche durchgeknallten Freaks, die sich irgendwie auf der Straße festkleben oder was sie auch immer tun. Die werden sich sowas nicht reinziehen. Natürlich werden sich ein paar Freaks das hier reinziehen, die hier wieder irgendwelche üblen Kommentare drunter ballern oder mir sonst irgendwas schicken. Doch, nun ja, was will ich sagen? Diese Botschaft ist hier für Menschen. Menschen, Punkt. Für Menschen, die ein gutes Leben haben wollen, die sich noch ihre Herzenstreue bewahrt haben, die sich bewahrt haben, die Eigendenkfähigkeit, also die ihr Denken nicht beim Pförtner abgegeben haben und sich ihre Gedanken im Fernsehen holen oder im Internet oder in der Zeitung oder von der Parole und so weiter, sondern Menschen, die noch wirklich selbst denken wollen und können. Und nun, ich wünsche, dass dir diese kurze Botschaft hier ein paar Anregungen gibt. Es ist alles ganz einfach, grundlegend im Leben. Und wenn es kompliziert ist, dann ist es ein Indiz dafür, dass etwas am Denken verkehrt ist. Also, dass es kein rechtes Denken ist, sondern, na, rate mal, was ist das Gegenteil von rechts? Links. Schau dir die Linken an. Guck dir an, was sie von sich geben. Guck dir an, was sie tun. Ja, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ganz einfach.
Und das soll es für heute sein. Ich wünsche euch alles Gute aus dem schönen Gdingen in Pommern. Ach ja, und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal an das Format erinnern, das da heißt Neubeginn in Gotenhafen. Was ist das für ein Angebot? Das ist ein Angebot für einen Menschen, der hier zu mir nach Gdingen kommt. Anreise ein Tag, dann ein kompletter Tag, volle Aufmerksamkeit, Praxis, befreiende Praxis. Zweiter Tag, volle Aufmerksamkeit, Praxis in Stille. Dritter Tag, volle Aufmerksamkeit, volles Spotlight auf Entwicklung, Heilung, Lösung. Ja, und dann fünfter Tag, Abreisetag. Ich hatte schon einige Gäste hier und ich kann sagen, der Titel der ganzen Sache ist recht so: Neubeginn in Gotenhafen. Das heißt, das ist eine kostbare Möglichkeit für einen Menschen, der wirklich sein Leben ändern möchte, der entschlossen ist, der bereit ist, etwas zu ändern in seinem Leben. Denn das Leben ist kurz. Und entweder jetzt oder später, 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 Pushni, 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 postpone, postpone, postpone und so weiter. Jetzt oder nie, wie es heißt. Und wenn dich das interessiert, dann schreibt eine E-Mail und dann sehen wir weiter. Denn mehr als einen Termin pro Monat vergebe ich nicht. Also habt's gut bis dahin. Nach Deutschland alles Gute. Tschüssikowski.